Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist gut, dass wir heute einen Antrag, der eine breite Mehrheit im Deutschen Bundestag genießt, der von den Koalitionsfraktionen eingebracht worden ist, die Zustimmung auch von Bündnis 90 Die Grünen findet. Und wir haben ja in dieser Woche bei dem traditionellen Gespräch zwischen den autochthonen Minderheiten in Deutschland und der Sprechergruppe der Niederdeutschen mit dem Innenausschuss und der Vorsitz von Herrn Kollegen Heveling auch Zustimmung der Fraktion der Linken angekündigt bekommen. Und es ist gut so, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Minderheitenpolitik in Deutschland für die vier autochthonen Minderheiten und die Sprechergruppe der Niederdeutschen keine Thema von Parteienstreit ist. Und es ist schön, Frau Präsidentin, und ich tue das sicher auch mit Ihrer Genehmigung, dass Bundestagsverwaltung und alle Fraktionen im Bundestag es ermöglicht haben, dass heute Vertreter aller autochthonen Minderheiten in Deutschland, der Sprechergruppe der Niederdeutschen und der Europäischen Dachorganisation im Bereich der Minderheitenpolitik der Föderation europäischer Nationalitäten von der Besuchertribüne des Deutschen Bundestages diese Debatte verfolgen können. Das ist auch gelebte politische Partizipation von Minderheiten in Deutschland im Hinblick auf die für sie zu führenden Debatten. Aufhänger für unseren heutigen Antrag und die Debatte ist der 25. Jahrestag der Verabschiedung der Charta der Minderheiten und Regionalsprachen, die auf der Ebene des Europarats vor 25 Jahren zur Zeichnung aufgelegt worden ist. 25 Mitgliedstaaten des Europarates haben die Charta inzwischen ratifiziert. Die Bundesrepublik Deutschland gehörte zu den Ländern, die sie ganz schnell ratifiziert vorher gezeichnet hat. Und diese Charta bildet gemeinsam mit dem Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten das wichtigste Werte- und Rechtsgerüst zum Schutz autochthoner Minderheiten und ihrer Sprachen in Europa. Und in dem Antrag, den wir heute dem Deutschen Bundestag zur Befassung vorlegen, ist formuliert, was Minderheitenpolitik in Deutschland in diesen 25 Jahren und davor erreicht hat. Aber dafür bin ich sehr dankbar. Wir ruhen uns auf dem Erreichten nicht aus, sondern wir formulieren Aufträge für die Zukunft. Denn jeder, der sich mit Minderheitenpolitik beschäftigt, weiß, dort ist Stillstand Rückschritt. Und wir müssen die Erfordernisse eines modernen Minderheitenrechts immer den Erfordernissen der modernen Lebenswirklichkeit anpassen. Als wir in dieser Woche mit dem beratenden Ausschuss für die Angelegenheiten des sorbischen Volkes die aktuellen Anliegen des sorbischen Volkes diskutiert haben, ist uns allen, den Kolleginnen und Kollegen im Bundestag, den Ländervertretern, von den Vertretern des sorbischen Volkes sehr plastisch deutlich gemacht worden, dass natürlich Infrastruktur und Wirtschaftsstrukturveränderungen wie die Veränderung im Braunkohleabbau in den Hauptwohngebieten der sorbischen Volkes in Brandenburg ganz wichtige Auswirkungen auf die Zukunftschancen einer jungen Generation dort haben wird. Und wenn ich mir die Situation unserer vier autochthonen Minderheiten und der Sprechergruppe der Niederdeutschen anschaue, haben wir viel erreicht. Aber es ist auch für die Zukunft noch viel zu tun. Ich danke vor allem den Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages, die in den beratenden Ausschüssen für die Dänen, für die Sorben, für die Friesen, für die Sinti und Roma und für die Sprechergruppe der Niederdeutschen engagierte Parlamentsarbeit leisten. Ich danke dem Parlament, dass es immer in den letzten Jahren die Ansätze in den verschiedenen Haushalten für die autochthonen Minderheiten und die Sprechergruppe der Niederdeutschen über die jeweiligen Regierungsansätze hinaus erhöht hat. Das ist gut für Minderheitenpolitik, Rückenwind aus dem Parlament und kein Wind
ins Gesicht zu bekommen. Und bei den Themen, die noch vor uns liegen, brauchen wir die Unterstützung des Bundestages. Wir müssen aber auch eng mit unseren Bundesländern zusammenarbeiten, denn die Verpflichtungen, die Deutschland eingegangen ist, sind in unserem föderalen Staatsaufbau Verpflichtungen, die Bund und Länder gemeinsam erfüllen müssen. Ich will nicht verhehlen, dass es da auch Sorgen gibt, Sorgen, die wir versuchen müssen, im Bundestag anzugehen, Sorgen, die wir gemeinsam mit den Ländern angehen müssen. Ich finde es sehr gut, und dafür danke ich den beiden innenpolitischen Sprechern der Koalition, Stefan Mayer und Burkhard Lischka, dass sie in einer Anhörung deutlich gemacht haben, dass es gute Gründe gibt, beim Deutschen Bundestag auch ein Expertenkomitee für Fragen des Antiziganismus einzurichten. Und es wäre gut, wenn aus dem Deutschen Bundestag hinaus eine Willenserklärung erfolgen könnte, dass eine solche Kommission, die auch von allen anderen autochthonen Minderheiten durch den Minderheitenrat unterstützt wird, in der nächsten Legislaturperiode im Deutschen Bundestag eingerichtet wird. Und ich will auch die Sorge nicht verhehlen, dass wir zwar gute Worte hören, dass die Länder Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein, nachdem sie das Institut für niederdeutsche Sprache quasi der Auflösung anheimgegeben haben, etwas Gutes und Zukunftsweisendes für die künftige Beschäftigung mit der niederdeutschen Sprache errichten wollen. Die Botschaft höre ich wohl, noch fehlt mir der feste Glaube. Und das wird auch eine Aufgabe des Bundestages sein, dies zu begleiten. Von Bundesebene werden wir übrigens sicherstellen, dass für den Bundesrat für Niederdeutsch wie für die anerkannten Minderheiten ein Minderheitensekretariat, ein Sekretariat für die niederdeutsche Sprache geschaffen werden soll. Das ist haushaltsmäßig schon vorgesorgt. Und ich meine, es macht Sinn, dass das wie das Minderheitensekretariat in Berlin angesiedelt ist. Zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich Sie bitten, eine Initiative zu unterstützen, die wirklich echten europäischen Bürgersinn zum Ausdruck bringt. Das Minderheitenschutzpaket, das auch ein Stück gegen die Kommission, was eine europäische Volksinitiative anbelangt, durchgesetzt worden ist. Die vergangene Kommission hat es nicht zugelassen. Die Initiatoren haben erfolgreich vor dem EuGH geklagt. Die jetzige Kommission hat es zugelassen. Ich habe heute früh dieses Paket, diese europäische Volksinitiative für mehr Minderheitenschutz in Europa unterzeichnet. Ich lade alle Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages ein, es gleich zu tun, weil damit setzen wir auch ein Signal, dass wir mehr und besseren Minderheitenschutz in Europa wollen als beste Friedens- und Versöhnungs- und Verständigungspolitik. Und dass da immer auf Deutschland geguckt wird, Frau Präsidentin, und damit komme ich bei meiner letzten Rede vom Deutschen Bundestag zum Schluss. Okay. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass Parlament, Regierung, Bund, Länder, aber auch Zivilgesellschaft in Deutschland auch in Zukunft gute Minderheitenpolitik für die Minderheiten in unserem Land, aber auch für Europa leisten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Aber ich darf jetzt die nachfolgenden Rednerinnen und Redner bitten, sich an die Redezeiten zu halten. Ja? Wir haben noch eine ganze Menge an Tagesordnung. Und jetzt hat Herbert Behrens für Die Linke das Wort.